Auf geht's, Sportsfreunde! Sky-Moderatorin Nele Schenker macht euch fit. Die Ex-Leistungssportlerin begrüßt euch aus dem Elements Fitness und Wellness zum Sky Gym. Neles Workouts wöchentlich bei Sky Sport News und jederzeit abrufbar auf Sky Q. Ein Basketball-Workout steht jetzt auf dem Plan hier im Sky Gym. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich habe mir natürlich echte Expertise eingeladen. Das Team von Brose Bamberg. Performance Coach Dominik Theodorou erklärt euch, was jetzt abgeht. Ich wollte mich erstmal bedanken, dass ich heute dir und allen anderen ein bisschen was zeigen kann. Ich sage zu unseren Spielern immer, Motion is Lotion. Finden die mir ganz interessant. Deshalb habe ich dir ein bisschen was mitgebracht, einmal aus dem Mobility-Bereich, aber auch ein, zwei Sachen zum Thema Krafttraining. Ich hoffe, du kommst ein bisschen ins Schwitzen und alle, die an den Monitoren sitzen, kommen das auch. Ich hoffe, es ist nicht zu schwierig, aber wir kriegen das, glaube ich, alle hin. Vielen Dank und vor allem ganz viel Spaß. Spaß werden wir auf jeden Fall haben. Wir trainieren wie gewohnt 10 Übungen à 30 Sekunden Be- und Entlastung. Und ihr benötigt einen Ball, gerne klar, einen Basketball, ein Handtuch und, falls ihr zu Hause habt, einen Yoga-Block. Los geht's. Wir starten mit unserem Basketball-Workout und das mit 4 Mobility-Übungen. Den Anfang macht Moritz Plescher. Wir setzen uns in folgenden Sitz, schauen, dass wir hier ungefähr 90-Grad-Winkel haben. Bei dem einen oder anderen dürft ihr jetzt schon dehnen und heben hier ein Knie an. Gehen also richtig schön in die Beweglichkeit rein und wechseln dann nach 15 Sekunden die Seite. Und wir wechseln. Bennett Hund hat die nächste Übung für uns. Wir bleiben in dieser Ausgangslage, in diesem Ausgangssitz und werden jetzt ein Knie anheben, das andere, solange es geht, unten lassen und dann hier rüber wechseln. Auch eine sehr schöne Übung für die Beweglichkeit. Ihr seht das beim Profi, sieht das ein bisschen besser aus. Oh, vielleicht auch ein bisschen mehr. Die Jungs machen solche Übungen tatsächlich täglich. Der Abstand zwischen den Knien soll so weit es geht sein, so groß wie möglich. Tastet euch daran. Weiter geht's mit Christian Senkfelder. Ich finde es übrigens sehr schön, wenn er hier alle so freundlich in die Kamera winkt. Richtig herrlich. Wir legen uns auf die Seite. Die Beine sind wieder im 90-Grad-Winkel angewinkelt und machen jetzt was für die Hüftbeweglichkeit. Ihr seht schon, bei Christian, er nimmt hier das Bein hoch und wir versuchen, den größtmöglichen Bewegungsradius zu erreichen. Das Bein bleibt angewinkelt. Versucht, diese 90 Grad zu halten. Und wir wechseln die Seite. Ruhig noch einen Durchgang machen, damit wir hier auch beide Seiten gleichmäßig trainieren. Sehr gut. Weiter geht's mit dem Schwimmer und Matthäus Seric. Wir legen uns auf den Bauch. Die Arme kommen hier in den Nacken, die Hände werden abgehoben, nach vorne geführt, hier hinter den Rücken. Wir halten hier und legen dann erst ab. Eine Übung für die Beweglichkeit der Schulter. Die Männer brauchen die natürlich auch.
Sehr gut. Mobility-Übungen haben wir geschafft. Es geht weiter mit Kraftübungen. Dafür gehen wir in den Stand. Machen Ausfallschritte mit Kenneth Ogbe. Auf je Seite 15 Sekunden. Gehen hier in den Ausfallschritt. Und ihr seht, er hebt beide Fersen an, weil die Männer so auch die Sprunggelenke trainieren. Also nicht nur die Beine, sondern auch die Sprunggelenke stabilisieren. Und wir halten das Ganze. 15 Sekunden je Seite. Und wir wechseln. Geht wieder runter auf die Matte zum Push-Up mit Elias Baget. Und das ist die nächste statische Übung. Ich freue mich schon sehr drauf. Ihr wisst, Liegestütz kann ich nicht leiden. Wir bleiben hier unten. Und Performance Coach Dominik hat mir eine sehr schöne Notiz dazu geschrieben. Nämlich, sieht einfacher aus, als es ist. Ja, danke. Danke dafür. 30 Sekunden. Mit Elias Baget. Zieht durch. Nach 5. Sehr gut. Weiter geht es mit einer Bauchübung. Dafür drehe ich mal meine Matte rum. Ihr benötigt jetzt das Handtuch, denn wir machen die Säge mit Tyler Larsen. Das heißt, wir gehen hier in den Plank und schieben jetzt unseren Körper vor und zurück. Bleiben ganz fest, heißt auch die Beine und der Arsch sind angespannt. Ihr seht das bei ihm. Und schieben uns vor und zurück. Bleibt schön unten mit dem Arsch. Macht den ganzen Körper fest. Super. Ich drehe meine Matte wieder zurück. Weiter geht's mit einer Übung für den Rumpf und Joanne Grüttner. Aber Ausgangslage ist, Ausgangsposition, die Bankstellung. Wir heben die Knie ab. Und ihr seht bei ihm, er macht erstmal Shoulder Taps. Hebt dann abwechselnd die Füße ab. Und für die Pros, ihr könnt es auch kombinieren. Tastet euch daran. Wichtig ist, dass der Rücken und der Rumpf sich so wenig wie möglich bewegen. Auch ein guter Tipp von den Männern, stellt euch vor, ihr habt ein Glas Wasser auf dem Rücken. Das soll nicht runterfallen. Sehr gut. Kleine Challenge. Und Peace sagen wir auch an Dominik Lockhart. Sehr schön eure Begrüßungen. Und gehen nochmal auf den Rücken, machen was für unseren Bauch. Und da könnt ihr gerne einen Yoga-Block mit dazu nehmen. Geht aber auch ohne. Legen uns also auf den Rücken. Er hat den Yoga-Block hier dazwischen, baut hier nur Spannung auf und führt jetzt Arm und Bein nach hinten bzw. vorne weg. Die Spannung wird immer gehalten. Ihr könnt ihn auch weglegen, geht auch. Und nach 15 Sekunden werden wir dann wechseln. Nicht jetzt.
Lorenzi Orialdi hat die letzte Übung für uns. Dafür nehmen wir den Ball her. Der kommt zwischen unsere Knie. Huch. Und wir spannen den Po und die Knie so weit es geht, so fest wie ihr nur könnt, gegeneinander. Die Männer machen das immer 5 Sekunden und davon 2 bis 3 Sätze, 8 Wiederholungen. Für die ganz Harten unter euch, zieht es einfach durch, 30 Sekunden. Kommt schon, letzte Übung, geben noch mal alles. Versucht den Ball so richtig zu zerquetschen. Letzten Sekunden laufen. Sehr gut. Schafft. Vielen Dank, Männer. Hat richtig Spaß gemacht. War mal was Neues. Und auch die Sky Gym Community sagt natürlich danke. Viele Grüße und viel Erfolg nach Freak City und für euch zu Hause. Na klar, noch der Hinweis, dieses Workout ist abrufbar auf unseren Sky-Plattformen. Bis bald hier im Sky Gym.